Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier aus dem Studio der Berlin Brettspielcon. Ich bin der Alex und heute hier für euch da mit tollen Neuigkeiten, denn der Vorverkauf für die Berlin Brettspielcon 2020 ist gestartet und wir haben uns überlegt, wir möchten für euch eine Early-Bird-Phase anbieten, wo das Ganze, die ganzen Tickets und Sachen, die ich jetzt auch gleich dann noch mal ein bisschen im Detail erklären werde, schon stark reduziert sind. Und diese Early-Bird-Phase geht bis zum 31.12. Also vielleicht noch kurz warten, bevor ihr schnell in den Ticket-Shop klickt. Aber das ist sicherlich ein cooles Angebot. Was gibt es da alles? Es ist nicht genug, denn all diejenigen, die Tickets und Sachen in der Early-Bird-Phase bestellen, bekommen noch einen coolen Pin hinzu. Dieses Jahr gab es schon so einen Pin, der war aber mehr so für Teamhelfer interner und wir haben uns aber gedacht, das ist eigentlich ein cooles Teil zum Sammeln und Pins sind auch auf mehreren Veranstaltungen immer mehr im Kommen. Deswegen gibt es einen tollen BerlinCon 2020 Pin, hier auch mal die Grafik eingeblendet und hier seht ihr auch nämlich schon was, denn dieses Jahr gibt es auch eine neue Grafik für zum Beispiel unsere BerlinCon Badge und wir haben auch noch T-Shirts für euch im Angebot. Da wird es dann diese tolle Grafik hier, das BerlinCon-Logo anders interpretiert, nämlich geben. Also schon mal coole Sache. Und da haben wir uns auch gedacht, ja, warum nicht für euch das Ganze auch noch ein bisschen lukrativer zu gestalten? Wir bieten euch auch Pakete an. Wenn ihr also eine Badge oder ein Wochenendticket eh kaufen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel im T-Shirt-Paket, Rucksack-Paket oder All-In-Paket zu kaufen und dann wird das Ganze nochmal günstiger. Sprich also, einmal gibt es ein T-Shirt dazu, einmal gibt es einen Rucksack dazu und ihr fragt euch vielleicht, welcher Rucksack? Die Rede ist natürlich von so einem Brettspiel-Rucksack und zwar nicht diesem hier, denn das ist die Hunter und Kron-Variante, aber wir haben in limitierter Stückzahl die Berlin-Brettspiel-Con-Variante dazu anfertigen lassen. Bild seht ihr auch hier eingeblendet. Ja, wer da also drauf Bock hat, T-Shirt und Rucksack zu haben, für den gibt es dann das All-In-Paket. Da habt ihr dann alles sozusagen in einem Paket. Wenn man natürlich noch weitere Rucksäcke oder T-Shirts dazu bestellen möchte, ist das separat auch noch möglich. All die Sachen, die Pins, die Rucksäcke, die T-Shirts, die werden nicht vorher versendet. Die werden dann mit einzelnen Tickets vor Ort abgeholt. Also da müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ansonsten bleiben die Ticketstrukturen ähnlich wie im diesem Jahr, wer nicht weiß, was ich damit meine. Wir haben also die BerlinCon Badge dann natürlich mit coolem neuem Designbild, seht ihr auch hier nochmal. Damit habt ihr die Möglichkeit, schon am Freitagabend die Eröffnungsveranstaltung mit den BerlinCon Awards und weiteren Dingen zu besuchen und dann auch schon bei der ersten Game Night bis 2 Uhr nachts teilzunehmen. Samstag und Sonntag kommt ihr dann mit dieser Badge hier schon eine halbe Stunde früher rein, Early Access ab 9.30 Uhr und das Ganze endet dann natürlich wieder am Samstag mit einer Game Night, auch wieder um 2 Uhr und am Sonntag ist um 18 Uhr dann Schluss mit der BerlinCon. Wochenendticket, klar, wie der Name sagt, Samstag, Sonntag, da gibt es dann natürlich kein Early Access und keine Veranstaltung am Freitag für euch, aber ihr könnt das Wochenende toll genießen und am Samstag natürlich auch teilnehmen an der Game Night bis 2 Uhr nachts. Tagestickets wie immer Samstag und sowohl Badge-Wochenend als auch Samstag-Ticket gibt es in der ermäßigten Variante, nämlich von 4 bis 14 Jahren gibt es die Ermäßigung und auch jetzt hier schon vorbestellbar. Solltet ihr ganz kleine Kinder mitbringen, die unter 4 sind, die sind sowieso kostenfrei und der Sonntag, der kam letztes Jahr so gut der kam so gut an, der Familiensonntag, dass wir das auch wieder machen werden. Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen dann auch wieder kostenfrei. Das Ganze, wie gesagt, jetzt in der Early Bird Phase alles günstiger für euch. Im Shop seht ihr die ganzen Preistabellen, auch den Preis, was es dann nach der Early-Bird-Phase kostet. Und jetzt habt ihr aber die Möglichkeit, euch einfach noch den coolen Collectors-Pin gratis dazu zu sichern. Später oder wenn ihr mehr haben wollt, kann man den natürlich auch noch dazu kaufen. Und ja, dann schaut einfach mal im Shop vorbei, ob ihr einfach Bock auf Pakete oder die normalen Tickets habt. Ich würde mich natürlich freuen. Der ein oder andere hat sicherlich schon ein Hotelzimmer gebucht. Dann macht es jetzt einfach Sinn, vielleicht sogar als cooles Weihnachtsgeschenk oder irgendwie der passende Anlass wird sicherlich zu finden sein. Wollt ihr
die BerlinCon anderweitig noch unterstützen, vielleicht beim Auf- und Abbau helfen. Haben wir für euch auch so ein Auf- und Abbau-Helfer-Ticket. Das könnt ihr euch im Shop auch mal angucken. Aber die ganzen Sachen, Thema Helfen auf der BerlinCon, da gibt es von uns dann nochmal ein gesondertes Video, was da alles möglich ist. Da bleibt einfach mal hier auf dem Kanal und oder auf Facebook. Wir informieren euch jetzt in den nächsten Wochen und Tagen, was das da noch alles möglich ist. Ich bin der Alex, ich bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, euch dann auf der BerlinCon 2020 begrüßen zu können. Aber das ist natürlich noch ein bisschen hin, wir werden uns davor sicherlich noch in dem ein oder anderen Video sehen, hoffentlich dann auch mal wieder mit dem Andreas. Aber bis jetzt sage ich erstmal ciao!